Beispiel der Frauen gegen Gütersloh. Neben mir steht Madeleine Müller. Kurze Einschätzung von dir zum Spiel. Ich denke, es war schade, dass wir hier 4-0 verloren haben, weil wir die ersten 30 Minuten verschlafen haben. Wir waren nicht konzentriert genug, wir haben viel zu viele Bälle zugelassen, waren nicht aggressiv genug, sind nur hinterhergelaufen. Ich denke, wenn wir die ersten beiden Tore, die sehr sinnlos waren, verhindern können, dann ist ja mehr drin. Das Wichtigste, würde ich aber sagen, ist die kommende Regionalliga-Saison. Da dürfte für euch Ziel sein, zumindest die Klasse halten zu wollen. Und ich denke dafür, wenn ich das heute gesehen habe, habt ihr auch das Potenzial dazu. Wie siehst du das? Ja, ich denke, auf der Leistung können wir heute trotzdem aufbauen, gerade auf die zweite Halbzeit. Wenn wir uns alle zusammenreißen, wirklich alle miteinander spielen, füreinander kämpfen, denke ich, ist auch mehr drin als nur der Nichtabstieg, sondern nur der Mittelfeldplatz. Dankeschön für das kurze Interview. Bitte schön. Neben mir steht jetzt die Ronja Kohlmann. Du selber spielst Abwehr, da hattest du heute allerhand zu tun. Kurze Einschätzung von dir zum Spiel. Ja, also man hat gemerkt, dass das ein Absteiger der ersten Bundesliga. Und man merkt einfach, dass die fit sind, die wissen, wie die Spieler zu funktionieren haben. Die schieben gut, die spielen schnell. Also wir hatten da schon Probleme, konnten in der zweiten Halbzeit aber gut entgegenhalten. Und unser Problem war einfach, wir haben nicht gemeinsam geschoben, sondern es gab große Lücken einfach und die wurden einfach konsequent ausgenutzt. Ansonsten viele Tore, zwei Tore müssten nicht sein, die sind eigenverschuldet. Aber ich denke, man kann aus dem Spiel trotzdem positiv mitnehmen. Ich denke, trotz des 4-0 ist es ein Klassenunterschied zu erkennen. Ihr habt gut gegengehalten. Denke ich doch, dass man auf die kommende Regionalliga-Saison aufbauen kann. Wie siehst du das? Mit Sicherheit. Ich denke, man muss aus dem Spiel das Positive mitnehmen, dass wir überlegen sind. Das war von vornherein klar. Und wir müssen einfach das Positive, was im Spiel auch vorhanden war, mitnehmen in die neue Saison und darauf aufbauen. Danke für das kurze Interview. Danke. Neben mir steht jetzt Nico Gerschner, der Trainer der Frauen. Auch von dir noch kurzer Kommentar zum Spiel. Ja, ich bin natürlich unzufrieden. Ich denke, wir haben die erste halbe Stunde schlecht ins Spiel reingefunden. Hatten auch zu viel Ehrfurcht sicherlich am Anfang. Dann die beiden schnellen Tore und dann war es natürlich ganz schwierig. Positiv muss man sagen, dass dann die Mannschaft Ende der ersten Halbzeit und auch die zweite Halbzeit den Kampf angenommen hat und versucht hat zu kämpfen. Die Regionalliga-Saison steht bevor. Welche Schlüsse ziehst du aus dem Spiel für die kommende Saison? Wenig. Ich denke, das ist. Gütersloh ist natürlich ein Gegner, wie er kaum vorkommt in der Regionalliga. Wir haben dann nächste Woche zum Auftakt natürlich mit Union Berlin einen ähnlich starken Gegner. Aber ich denke, es werden viele Spiele, die auf Augenhöhe sind. Und ich denke, da ist auf alle Fälle viel machbar, viel möglich. Und die Niederlage heute, die wirft uns nicht um. Ja, wir haben viele Dinge, die wir verbessern können und das ist gut und die werden wir auch verbessern in nächster Zeit. Dann alles Gute für die kommende Regionalliga-Saison und danke für das Interview.